Herzlich willkommen zu Mathe mit Noel. In diesem Video geht es um Julius Wilhelm Richard Dedekind, einen bedeutenden Mathematiker des 19. Jahrhunderts. Dedekind hatte wichtige Beiträge zur Mathematik geleistet, insbesondere in den Bereichen Zahlentheorie und Algebra. In diesem Video werden wir uns mit seinem Leben und Werk beschäftigen und herausfinden, warum Dedekind als einer der wichtigsten Mathematiker der Geschichte gilt. Julius Wilhelm Richard Dedekind war ein deutscher Mathematiker, der im 19. Jahrhundert lebte. Er wurde am 6. Oktober 1831 in Braunschweig geboren und besuchte das Martino-Katharineum Braunschweig. Anschließend setzte er sein Studium der Mathematik am Collegium Carolinum in Braunschweig fort, bevor er 1850 an der Universität Göttingen studierte. Dort hatte er die Gelegenheit, von Mathematikern wie Carl Friedrich Gauss, Moritz Abraham Stern und Georg Ulrich zu lernen. Im Jahr 1852 promovierte Dedekind über die Theorie Eulerische Integrale und habilitierte sich 1854 in Göttingen. Von 1858 bis 1894 war er Professor für Mathematik an der Technischen Hochschule in Braunschweig und von 1872 bis 1875 auch Direktor der Hochschule. Obwohl er mehrere Rufe an angesehenen Universitäten erhielt, zog es Dedekind vor, in seiner Heimatstadt Braunschweig zu bleiben, da er eine enge Verbundenheit mit seiner Familie hatte. Nach seiner Emeritierung, also Pension, im Jahr 1894 hielt er noch gelegentlich Vorlesungen. Während seiner Karriere lernte Dedekind viele berühmte Mathematiker kennen, darunter Bernhard Riemann und Peter Gustav Dirichlet. Er machte eine Bildungsreise nach Berlin, wo er Leopold Kronecker, Ernst Eduard Kummer und Karl Weierstrass traf. Dedekind war nicht nur ein begnadigter Mathematiker, sondern auch ein talentierter Musiker. Er spielte sehr gut Cello und Klavier und komponierte sogar eine Kammeroper, deren Libretto von seinem Bruder stammte. Dedekind starb am 12. Februar 1916 in Braunschweig und wurde auf dem Hauptfriedhof der Stadt beigesetzt. Sein Nachlass wird vom Zentralarchiv Deutsche Mathematiknachlässe an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek aufbewahrt. Richard Dedekind wurde durch seine Beiträge zur abstrakten Algebra bekannt. Eines seiner berühmtesten Werke ist die Schrift «Was sind und was sollen die Zahlen?», in der er die natürlichen Zahlen durch Axiome einführte und damit die erste exakte Definition der natürlichen Zahlen lieferte. In seiner Schrift «Stetigkeit und irrationale Zahlen» von 1872 gab er die erste exakte Definition der reellen Zahlen durch die sogenannten Dedekindschen Schnitte. Dedekind hatte auch einen großen Einfluss auf die Herausarbeitung der Algebra. Er stellte den Begriff eines Rings vor und führte die Vorstellung einer Einheit in der Algebra ein. Eine Einheit ist in der Regel ein Element, das in einer algebraischen Struktur mit allen Elementen multipliziert werden kann, ohne dass sich das Ergebnis ändert. In der Gruppentheorie ist beispielsweise das Neutralelement solch eine Einheit. Er entwickelte auch den Begriff des Körpers und war ein Pionier der Gruppentheorie, indem er den Begriff einer Gruppe als Automorphismengruppe von Körpererweiterungen einführte und den Begriff einer Kommutatorgruppe. Dedekinds Werke haben zahlreiche mathematische Konzepte und Sätze beeinflusst, darunter den Dedekind-Ring, die Dedekind-Eta-Funktion und die Dedekind-Zeta-Funktion.
Neben seinen Beiträgen zur Algebra hatte Dedekind auch wichtige Beiträge zur Zahlentheorie geleistet. Insbesondere im Anhang der Zahlentheorie seines Lehrers Dirichlet, indem er seinen Aufbau der Idealtheorie darstellte. Er hatte auch den Begriff des Verbandes eingeführt und war an der Entwicklung der Galois-Theorie beteiligt. Dedekind hatte auch einen Briefwechsel mit Georg Cantor, in dem er bei der früheren Entwicklung von Georg Cantors Mengenlehre eine wichtige Rolle spielte. Dedekind starb 1916, aber seine Werke haben bis heute großen Einfluss auf die Mathematik und sind immer noch von großer Bedeutung. Somit wären wir am Ende des Videos angelangt. Hier kommst du zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!